Moin Leute, es ist jetzt kurz nach sieben. Wir sind auf dem Weg nach Kirn zu den deutschen Jugendmeisterschaften. Ja, was steht heute an? Was ist passiert gestern? Also, wir haben uns eben schon nochmal die Gruppen angeschaut und also so richtige Überraschungen gab es jetzt nicht. Die Favoriten haben sich durchgesetzt. Die Favoriten haben sich in den Gruppen durchgesetzt. Die Zweiten sind auch meistens die schon von vornherein die Zweitstärksten waren. Eigentlich haben wir heute... Die Weichen sind gestellt für geile, Spiele. Es wird richtig genau. Cool. Ja, unser Highlight dieses Jahr wieder einmal. Letztes Jahr war ich auch schon mal dabei. Da gab es auch nicht mal Match bei TV, aber die Videos kamen ja trotzdem. Freuen uns übel auf die Finalspiele, auch bei der weiblichen Jugend. Doppel, auch mal sehen, was da so passiert. Da haben wir ja jetzt noch gar nicht geguckt. Die Frage ist ja da auch, ob Sophia Klee das wirklich schaffen kann. Ne? Also in der Jugend dann auch noch zu gewinnen, das wäre natürlich... Ja, und Kai Stummer auch. Kai Stummer, dasselbe. Ja, das ist dasselbe. Also das wär, der ist auch souverän durchgekommen. Also beide, mal sehen, was die Jüngeren heute so reißen. Auch der Kirill Fadeev ist gut am Start. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir in Mainz sind. Wir sitzen hier gerade im Garten und genießen noch ein Feierabendbierchen.
Warum Feierabendbierchen? Ich glaube, wir haben diese Saison ganz schön gut losgelegt. Ihr habt uns geholfen. Wir fanden es auf jeden Fall erstmal ein super erstes Dreivierteljahr, sage ich mal. Wir waren auf vielen Turnieren. Hat man ja eben auf dem Vlog auch gesehen. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Ne? Also das wollen wir jetzt auch versuchen, öfters zu machen. Also Patrick ist da so ein bisschen Experte. Der kann euch da ein bisschen, bisschen mehr erzählen. Ich habe einfach mein Handy mal geschnappt, ein bisschen mitgefilmt und würden gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, kommentiert mal, was hat ihr euch ein bisschen gefehlt an dem Vlog oder so. Wir sind nur noch in der Ausprobierphase. Und wir wollen jetzt nicht in eine offizielle Pause gehen, so wie wir es letzte Saison mal gemacht haben, um uns halt auf Matchball TV vorzubereiten. Jetzt wollen wir halt so ein bisschen das locker angehen, wollen ein paar Sachen ausprobieren, ein paar Videos, Formate, sportartmäßig wollen wir uns noch ein bisschen ausprobieren. Wir wollen halt auch versuchen, irgendwie ein bisschen hinter den Kulissen zu filmen. Vielleicht interessiert euch das ja mal bei den von den Stars unserer Videos, die ihr jetzt auch kennengelernt habt, vielleicht einfach mal ein paar Insider-Informationen zu bekommen oder so. Also ich denke mal, dieser Vlog, der kann auch ganz verschieden aussehen einfach. Also genau. Wichtig, wir brauchen euer Feedback mal so ein bisschen. Was hat euch die Saison gefallen, was nicht so, dass wir wissen können, wo können wir uns verbessern jetzt noch und vor allem auch ideentechnisch, was interessiert euch? Vielleicht habt ihr Ideen, die wir nicht unbedingt haben. Würde uns mega interessieren. Lasst doch mal in den Kommentaren da. Ist nicht so, dass wir keine Ideen haben. Also wir haben auf jeden Fall auch für dieses zweite Halbjahr, sag ich mal, und für nächstes Jahr einiges geplant. Ich sag mal, die Specials sind ein bisschen kurz gekommen vielleicht, weil wir auch irgendwie versucht haben, jetzt erstmal generell Content für euch zu produzieren. Ja. Aber da haben wir auf jeden Fall einiges noch im Kasten, sag ich mal, was wir da abdrehen wollen mit euch. Ne? Und wenn ihr Interesse habt, auch mal auf Matchball TV zu spielen, schreibt uns an. Wir haben bisher immer ganz lieb geantwortet. Ja, und dann kommen wir zu euch, wenn es passt. Alles klar, haut rein.